Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Gott ist meine Quelle. Ich kann dich nicht getrennt von ihm sehen. Gott ist meine Quelle. Ich kann diese Tasse nicht getrennt von ihm sehen. Ich kann dieses Handy nicht getrennt von ihm sehen. Schau dich um. Innen wie außen, außen wie innen. Ich muss verlernen, noch Ausnahmen zu machen. Heute ist eine sehr komplexe Übung dran, Lektion dran. Alles will sich miteinander verweben. Die Puzzleteile wollen zusammenkommen. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Und die Ansage ist, mindestens dreimal mir Zeit dafür zu nehmen. Vor allem morgens und abends und zwischendurch. Finde deine eigenen Gedanken dazu. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Öffne deine Augen und sprich es. Gott ist meine Quelle. Ich kann dies Ding nicht getrennt von ihm sehen. Das ist der erste Teil der Übung. Und dies tue, wie dir gesagt wird. So zufällig wie möglich. Da, wo dein Blick hinfällt. Nimm die Bedeutung heraus. Bevorzuge nichts mehr. Suche nicht mehr nach irgendetwas. Da ist nichts im Außen zu finden. Es ist alles in dir. Und der nächste Teil der Übung? Geh tiefer, dehn dich weiter aus. Und da kannst du deine Augen schließen.
und die Gedanken dazukommen lassen. Die sich da hinzufügen wollen, im Sinne des Vaters. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Du kannst die Beispiele hier zur Hilfe nehmen oder deine eigenen finden. Es ist immer dasselbe, immer nur ein Gedanke Gottes, eine Quelle. Lass es sprudeln. Öffne dich für Gott, für seine Liebe, für die wahre Wahrnehmung, für den rechtgesinnten Geist. Höre auf die Stimme für Gott. Wir kommen so sanft, so kleinschrittig, immer näher in die Kommunikation mit Gott. Durch deine Ausrichtung im Geiste. Durch dein Denken nur für Gott. Lass keine anderen Gedanken, keine alten, unwahren Gedanken da hinein. Nimm die Übung ernst. Aber nicht wieder so ernst, dass du dich für schuldig erklären musst, wenn da doch andere Gedanken wieder reinplumpsen. Tritt zurück. Starte nochmal neu. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen, weil es keine Trennung gibt. Ich bin eins in Gott. Eine Quelle, eines Geistes, eine Liebe. Gott ist mit dir. Und er spricht den ganzen Tag zu mir. Lass es geschehen. Öffne dich für Gott. Und deine alte Geschichte wird verblassen.
Es wird stiller werden, klarer, präsenter, reiner. Zuversichtlicher, liebender, friedlicher. Offensichtlicher. Fürchte dich nicht vor dem Offensichtlichen. Auch wenn es für deine Körperaugen, für deine Körpergedanken nicht schön aussieht, was du da entdeckst in dir. Es wird dir entsorgt. Bitte um Hilfe und lass dich wandeln. Nur das ist Gottes Wille. Er sieht dich nur in Liebe. Und sein Geist wirkt so tief in uns hinein. Selbst in den tiefsten Albtraum. Und Heiliger Geist, als mein Mittler und Führer, hilft uns dabei. Weil er die Brücke ist und diese zu nutzen. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Du kannst immer wieder neu wählen. Du hast die Macht. Verzettel dich nicht mehr in deinen Gedanken. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Schau nur mit Gott. Denk nur mit Gott. Gott ist meine Stärke. Die Schau ist seine Gabe. Wir sind heilig, sehr heilig. Meine Heiligkeit ist meine Erlösung. Sieh diese Einfachheit, diese Natürlichkeit. Diese Schönheit und diese Lieblichkeit. Und spüre diese Berührbarkeit. Was da nur Liebe hindurchfließen möchte. Dass ich die Wirkung bin und nichts anderes. Gott ist meine Quelle. Ich bin der Kanal. Und da fließt diese Quelle entlang. Sie dehnt sich aus. Da ist nur Liebe.
Du bist reiner Geist. Du bist nur Liebe. Erhebe dich, erhelle dich. Träume nicht mehr diesen sumpfigen Traum. Lass es. Gottes Fundament ist fester Boden. Sein Reich ist dein Zuhause. Spüre in dich hinein, durch dein Herz. Dort ist die Öffnung in das Reich Gottes. Vorbei an deinen inneren Altar. Gott ist meine Quelle, meine Zuflucht, mein Schutz, meine Sicherheit. In jedem Moment mögen wir den Moment nicht mehr verlassen. Mögen wir diesen Moment ausdehnen. Das ist Gott. Jetzt aus diesem Moment heraus. Und da zu bleiben, in dieser Liebe, in dieser Hingabe, in diesem Geben und Empfangen. Und dies gebührt jedem. Scheinbar träume ich hier den Traum der Trennung. Und ich will den Traum der Vergebung träumen, einen glücklichen Traum, solange ich mich hier in diesem Traum wahrnehme, als Körper wahrnehme. Und dafür wirklich die Lektionen nutzen. Und da steht es. Schau auf deinen Bruder. Ein jeder ist dein Bruder, auch der scheinbar Fremde. Und du kannst zu jedem sagen oder denken, Gott ist meine Quelle. Ich kann dich nicht getrennt von ihm sehen. Geh hinaus. Schau auf die scheinbar Fremden. Egal wo. Übe dich. Und wenn es nur 3 Minuten sind, fokussiere dich genau auf das. Gott ist meine Quelle. Ich kann dich nicht getrennt von ihm sehen. Vielleicht wird es im ersten Moment erschreckend sein, weil es so befremdlich erscheint, weil du vielleicht siehst, dass du immer alles ausgeklammert hast oder nahezu fast alles oder immer nur das reingelassen hast, zugelassen hast, was dir halt so gepasst hat, was dir so gefällt. Das ist der Eigenwille. Dann entscheide ich. Es geht es darum, alles, was ich im Inneren sowie im Außen erblicke, zu vereinen.
da keinen Unterschied mehr zu machen. Diese Privatheit, diese privaten Gedanken schmelzen zu lassen und zu erkennen, dass wir alle eines Geistes sind, dass alle alten Gedanken schon milliardenfach da gewesen sind, gedacht worden sind von einem jeden. Alle Angst basiert und dass das nicht von Gott ist. Und ich bin gekommen, um das aufzulösen, um mich zu erlösen, um darüber hinauszuschauen. Ein jeder Teil von mir ist dafür gekommen. Niemanden die Heiligkeit abzusprechen. Niemanden die Quelle zu entsagen. Das bestimme nicht ich. Ein jeder steht mit mir an der Quelle. Das ist meine Verantwortung. Und jetzt muss ich hinschauen und sehen, wie sehr ich meine Verantwortung angenommen habe und wie sehr ich mich noch verweigere, ohne mich schuldig zu sprechen, ohne mich selber anzuklagen, sondern es einfach nur zu sehen und für sich klar zu haben, halt, stopp, das will ich nicht mehr. Das ist einfach nur ein Irrtum. Ich will das korrigieren. Danke Gott, dass ich das jetzt sehen darf. Danke Heiliger Geist, dass du mir so hilfst. Und danke, Bruder, dass du mir das so zeigst. Auch wenn es manchmal wirklich traurig ist, wie sehr wir uns entfernt haben, wie hart ich mich manchmal fühle, wie unnahbar oder wie fremd ich mir selbst manchmal bin, unsicher bin. Das einfach nur zu beobachten und da keine Bewertung mehr reinzugeben. Ich muss mich korrigieren. Ich muss mich selbst an die Hand nehmen. Sagen, hey, ich bin Gottes Sohn. Ich bin reine Liebe. Das kann nicht sein. Da kommt der Bruder, öffne dich. Da ist mein Lernen. Da kommt der Schatz. Und er zeigt mir nur, wo ich stehe. Und das als Geschenk zu begreifen. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Ich kann diese Situation nicht getrennt von ihm sehen. Schau dir die unangenehmen Situationen an, die du immer noch vermeidest. Darin liegt unser größter Schatz.
Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Und so danke ich wieder, wieder und wieder. Danke Gott, danke Heiliger Geist, danke Jesus, danke Bruder, dass ich so sanft in mich hineingeführt werde und meinen urteilenden Geist immer liebevoller betrachten und auflösen kann. Dies mehr und mehr an Bedeutung verliert, ich mich mehr und mehr meiner wahren Größe, dem Licht, dem rechtgesinnten Geist hinwende, der wahren Wahrnehmung, dem Himmelreich in mir, mit Blumen der Vergebung in meinen Händen. Sie wollen gegeben werden. Sie wollen erblühen. Ich habe zu geben. Ich habe noch mehr zu geben. Damit ich empfange. Also gib, Bruder, gib. Es ist alles für dich. Die Erlösung kommt von dir, von mir, von uns. Wir sind eines Geistes. Mit Gott als meiner Quelle, als unsere Quelle. Danke, Vater. Danke, Gott. Amen. Ich denke, ich tauche heute Abend 21 Uhr wieder hier auf. Wir haben den Ruf gehört. Und übe dich zwischendurch. Übe dich. Es bringt uns so zusammen, so zum Leuchten. Wunderbar ist das. Danke, danke, danke.